Ja. Ich sehe schon wieder alles russisch. Das ist schlecht. Dann bin ich auch noch eine Frau. Na super. Immerhin mit einer abgesägten Schrotflinte. Und reichlich, reichlich Munition. Na Donnerknispel. Ich glaube, wir essen erstmal eine Runde, ne? Das ist doch bestimmt so eine Art EPA. Nee, scheinbar nicht. Oh, ach so. Das kann man auspacken, das EPA. Da ist alles drin, was man braucht. Ja, warum nicht? Fangen wir mit der Leberpastete mal an. Ach so, die muss ich einmal anticken. Und dann kann ich sie essen. So war das. It's time, heißt das hier. Ist ja trotzdem alles auf Russisch, ne? Oder zumindest alles auf Kyrillisch. Ja, dann wollen wir doch als erstes mal die Querflinte auf die 1 legen. Und eventuelles Verbands. Oh, hier denkt aber einer nach. Ach, es ist, kann nicht scrollen, weil nichts zu scrollen ist. Ja, ach da, siehst du, da ist doch was. Und Jod haben wir auch da. Na schön, dann gehen wir mal gucken. Wie das hier so aussieht. Ja, abgeräumt sieht das hier aus. Aber das ist ja eigentlich auf jedem Server der Fall. Dieser Server ist ein bisschen randvoll. Ich habe also die ganze Weile gewartet, bis ich hier endlich Zutritt bekam. Oh, bestimmt 10 Minuten. Weil ich stand, das steckt halt in der Queue. Gesundheit. In der Queue fest. Ja, und nun landeinwärts, ne? Ich glaube, ich weiß schon, wo ich bin. Kann ich endlos laufen? Ja, ich kann endlos laufen. Das ist gut. Hier, ich krieg schon gleich wieder nasse Füße. Dann würde ich sagen, laufen wir da rum. Dann müssten wir doch eigentlich. Warte mal, da vorne geradeaus ist eine Tanke. Dann müssten wir da zum Flugfeld kommen, zu dem Kleinen. Ja, dann tun wir das doch einfach. Scheint mir das Schlauste zu sein. Fängt natürlich erstmal wieder mit sinnlosem Herumgerenne an, aber naja. Den Schluck können wir uns auch noch reinpfeifen. Knusper. Wahrscheinlich isst sie die Packung mit, deswegen knirscht das so. Haben wir die Knarre überhaupt schon geladen? Na also. Ah, ist ganz schönes Gerände, ne? Da ist die Tanke. Dahinter ist denn ja sowas wie eine Straßensperre. Das passt schon. Ja, dann müssen wir da hinter dem Wald gleich rechts. Eine super Ortsangabe hinter dem Wald rechts. Ja, Querflinte ist jetzt auch nicht direkt eine Entfernungswaffe. Guck mal, da oben rechts ist auch so ein Timer, der abläuft. Vielleicht kann mir ja irgendjemand erzählen, was das ist. Vielleicht wird dann die Umbrella Corporation aus der Taufe gehoben oder irgendetwas platzt oder. Naja, ich bin ja lernfähig. Durch diese kalte Hose wird er kommen. Durch das Gebüsch müssen wir noch und danach müssen wir quasi schon die ersten Trümmer irgendwelcher BMPs sehen. Da sind sie auch schon. Hier haben wir sogar einen Panzer. T-72-Derivat vermute ich mal, oder täusche ich mich? Ich bin mit den Nummern ein bisschen durcheinander. Die russischen Panzer sehen irgendwie alle gleich aus. Sehe auch schon den ersten Zombie da rumhupfen. Vielleicht sollte ich mich mit denen als erstes auseinandersetzen und rausfinden, ob diese Zombies. Oh, die sind aber schwer gepanzert, ne?
ob diese Zombies... Was? Was brüllt der? Bist du denn für einer, hä? Janje panje majo poruski. Okay, gehen wir es mal der Reihe nach vor. Erst der und dann der. Und mit dem Dickschädel hier befassen wir uns, wenn er dran ist. Ja, ich habe 200 von den Patronen dabei. Das wird schon reichen. Oder wenn wir erst den nehmen. Und mal da platt machen. Ja. Gott, seid ihr lästig. Ich müsste schon wegen der Mütze abknallen. Da sind die irgendwie unzerstörbar oder sowas? Tja, was machen wir denn da? Wenn ich da ewig irgendwie rumballere, kann ich die vielleicht abhängen durch Rumrennen oder so und mir dann die restlichen hier irgendwie vom Leibe schaffen. Guck mal. Aha. Der scheint auch irgendwie robust zu sein. Oder bin ich einfach nur sehr schlecht im Schießen? Okay. So, jetzt müssen wir mal gucken, was diese komischen Vögel hier sind. Ob ich da weglaufen kann. Wenn nicht, habe ich hier mit Zitronen gehandelt. Okay, ist auch nicht schneller als andere, ne? Ja, ne, Pani, meine Boruski. Wir können ja gucken, ob wir hier irgendwas finden, womit man den Herrschaften vielleicht mal so ein bisschen den Tag versauen kann. Da haben wir einen Polymer-Buttstock und ein Pouch for Lockpick und eine 45er. Ein Engraved Colt mit einem Magazin und zwei Patrönchen. So, immerhin mit Magazin. Das ist ja schon mal besser als vieles. So, das ist bestimmt hier irgendwo unten drin. Ja, wie mir gedacht. Det hab ich mir denkt. Ja. Wie müsste ich die abhängen, ne? Dass sie mich nicht mehr sehen. Schießen hat auf die zwei einfach keinen Wert. Dann laufen wir einfach mal los. Okay, der eine will noch was von mir. Und? Hat er mich vergessen? Nein, anscheinend nicht. Vielleicht war er auch nur auf dem Rückweg zu seinem normalen Posten. Was macht eigentlich der andere? Ja, noch ist er hinter mir her. Oh, wie schön. Na, Dicker. Ach, wie lästig. Bonsai. So, ihr Pappnasen. Auch schon wieder zwei von der Sorte. Was machen wir denn mit denen? Bestimmt die hiesige Version der Gedankenpolizei. Die sind aber schon lästig, ne? Man kann eigentlich nirgendwo in Ruhe irgendwas plündern.
Ohne dass diese Vögel da immer noch rumrennen. Das ist immer noch die zwei selben von da hinten. Nee, ne? Patrouillieren die hier bestimmte Bereiche oder sind die einfach nur generell nervig? Mal schauen. Mal gucken, ob ich da hinten auf alte Bekannte treffe oder... Also der eine bückelt hinterher. Dieselben zwei immer sind. Das ist ganz schön anhängig, der Vogel. Vielleicht sollte ich ihn irgendwo in die Walachei locken und dann in Ruhe einzeln platt machen. Und mir dann mal einen Kopf drauf machen, was ich mit den anderen Kerlchen mache. So, sind jetzt hier zwei von denen oder nur einer? Sieht aus, als wäre jetzt hier gar keiner von der Sorte, oder täusche ich mich da? In dem Falle wären das wahrscheinlich so zwei pro Flugplatz oder so. Sehr anhänglich. Vielleicht muss ich den einen ja erstmal platt machen und kümmere mich dann um die anderen später. Naja, erstmal schnell hier rauf. Wenn er gleich ankommt, möchte ich außer Reichweite sein. Ah, Kaliber 45. Tja, habe ich ihn nun abgehängt oder peng? Hier mal möglichst kurz reingucken. Ich möchte hier nämlich nicht festhängen, während der schräge Vogel mich da annervt. Tja, das nicht so ergiebig, nicht? Das ist eigentlich nicht so schlimm, weil wenn man zu viel zu leicht findet, ist ja auch wieder blöd. Da beschwere ich mich auch wieder. Das sieht auch nicht gerade ergiebig aus. Dann, naja, gucken wir mal in die Richtung. Da sehe ich auch schon... Ui, da ist aber eine ganz schnelle Truppe dabei. Hör mal, der hat eine Säge. Ja, ich würde eigentlich da hinten rauflaufen, aber es sind so viele von der Bande unterwegs. Vielleicht sollte ich erstmal von hier aus ausdünnen. Ich glaube, so machen wir das. Was habe ich denn hier? Da habe ich doch bestimmt kaum Patronen für. Stimmt das? 7 Stück. So viel doch. Na gut, die können wir ja erstmal verbrauchen. Hallo? Ja, genau, hierher. Ihr bewegt euch ein bisschen ruckelig. Da ist ein Durchsichtiger dabei.
Ja, ich weiß, ihr habt einen Helm, bei denen geht das nicht. Ah, ist der Durchsichtling. Den machen wir mit Schrot platt. So, dann mal. Okay, erstmal den beiseite. Nehmen wir den ordentlichen Colt hier. Das waren die zwei. Dann hätten wir noch den hier. Ach, das könnte sich ein bisschen hinziehen hier. Oder ich ignoriere die einfach. Das würde auch gehen. Und klettere da hinten auf den Dingsbums drauf. Ja, der verknust Schrot aus kürzester Entfernung. Okay, mal spaßeshalber die Flinte auf dem Rücken versuchen. Die ist ja, vielleicht ja mehr Bums. Und als Einzelpatrone müsste ich sie laden können ohne Magazin. Ups. Ja, die liegt ein bisschen komisch in der Hand. Das sind sogar zwei von der Sorte. Macht die denn mehr Schaden pro Schuss? Ah, es verärgert sie noch mehr. So, wie war das? Wir haben jetzt zwei von den silbernen. Ja, sieht nicht so aus, als wenn das sinnvoll wäre, ne? Dann würde ich sagen, rennen wir einfach hier mal los. Und klettern auf das komische Dings da drauf. Au. Was ist das nach, du? Noch einen 511er. Mit, ohne Magazin und nix. Hm. Ja, vielleicht sollte ich hier einfach weglaufen. Weil, die kriege ich scheinbar nicht platt hier, die Jungs. Was wäre denn das nächste? Ich glaube, darauf, ne? So grob die Richtung müsste das sein. Oder in die Gegenrichtung? Mal schauen. Mir san irgendwo hier, ne? Nee, warte mal. Ich kann den Flughafen nicht sehen. Ist mir hier? Irgendwo in der Nähe der Trabantenstadt? Alling? Ist egal, wir laufen einfach los. Das scheint mir das Schlauste zu sein. Konvoi! Ja, 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 hehe. Wir rennen einfach weg. So. Genau, das machen wir. Wir müssen nur aufpassen, dass wir nicht in irgendwelchen Ästrad laufen hier. Ja, zum Glück bin ich schneller als ihr, Jungs. Kra, kra. Oh, da hat's ja gehakt. Ja, hat ja wenig Zweck, jetzt hier zu suchen. Ach, da steht auch der nächste. Naja gut, der zählt eigentlich kaum. Verglichen mit der anderen Schiffschaft ist das ja schon fast harmlos. Mache ich die jetzt platt so zum Spaß? Nee, ne? Oder doch? Ah, ein Moddermonster ist hinter mir her. Das ist natürlich blöd. Ja, ich sehe ihn. Nur schemenhaft, aber ich sehe ihn. Das heißt, ich muss auf irgendwas drauf hüpfen. Hm. Irgendwas drauf ist in der freien Natur immer so. Hat er versucht, mir eine reinzuhauen, der Schlingel.
Ja, da vorne kommt irgendwo eine militärische Einrichtung. Oder wahrscheinlich noch mehr von diesen Bösewichten herumlungern. Warte mal, ich glaube, ich muss hier geradeaus oder muss ich hier ums Eck? Nee, ich muss hier geradeaus, muss ich hier, genau. Könnte das sein, dass das oben rechts der Counter ist bis zum nächsten Restart? Diesen Wald muss auch mal wieder aufgeräumt werden. So, eine Straße. Genau. Da oben sollte es erst rechts so eine kleine, weiß ich, Fabrikgebäude oder sowas kommen. Wenn man die mal an der Backe hat, hat man die an der Backe. Genau, da ist kleines Industriedingens. Jetzt allerdings, wo ich drauf springen könnte. Ne? Aber da vorne gibt es Sandsäcke. Ey, ihr Säcke. Da sind auch gleich mehr Zombies, das ist doch schön. Mehr von der Säuberung. So. Jetzt unterhalten wir uns mal. Wo ist eigentlich der Geistermensch hin? Ach, da ist er, der Unsichtbare. Können wir mal Ruhe ausprobieren, was der hier so verknusen kann. Ach, und wieder einer von denen, na klasse. Puh. Ist auch schon wieder zwei oder nur einer? Ja, wenn man denen nicht davonlaufen kann und nicht die Feuerkraft hat, um die platt zu machen. Oder sollte ich erstmal einen von diesen Sturschädeln hier abknipsen? Weil da sehe ich wenigstens, dass ich immer auf denselben schieße. Oh nein, Patrone geladen. Müsste bloß noch treffen. Tja, ich fürchte, das zieht sich noch ein bisschen hin hier. Aha! Wer sagt denn, dass die Kuh kein Gras frisst? Dann brauchen wir also nur eine halbe Stunde auf die Leute einzuballern. Und dann ernten wir die Früchte dieses riesigen Militärlagers, damit sich der ganze Aufwand auch wirklich gelohnt hat. Ja, wenn er seine Rübe dazwischen hält, kriegt er eben halt auch eine Ladung ab.
Da würde ich jetzt zu gern ja den Fortschrittsbalken sehen. Geh mal ein bisschen dicht dabei, ist ja die Wirkung besser. Ein Knalltrauma. Ach, Bären gibt es hier auch noch. Meine Güte, da muss so ein Blei reinpumpen, bis die zu schwer zum Laufen sind. Wenn mich hier einer rumballern hört, der denkt sich auch seinen Teil dazu. So, jetzt bleibt mir bitte mit irgendwelchen Beeren vom Leib. Tja. Ich bin unterwältigt. Gehen wir gar nichts an, Mann. Dafür der ganze Zirkus? Ein Handguard, ein einzelner. Also wenn ich mir das so ansehe, ist das Flask in Camouflage. Ah ja, eine Flasche. Passt doch nicht mehr in die Tasche, die Flasche. Weil ich zu viel Kram habe, der zu viel Platz braucht, wofür ich keine Munition habe. Also das ist ja Weglaufen oder grundsätzliches Weglaufen und das Meiden von militärischen Einrichtungen fast die ergiebigere Methode. Sehr gut, dann laufen wir jetzt mal, ich glaube da hinten irgendwo gibt's Polizei oder sowas. Zirp, zirp, Tirelier. Irgendwo hier hoch, oder wo war das? Jetzt noch mal normalen Gehäusen aus. Jetzt wird doch glatt die Sprache verschlagen. Ein Auto zum Draufklettern, das ist immer gut. Ein Hammer, ein Hämmerchen. Reis. Reis ist lecker. Vor allem hat er enormen Nährwert. Davon abgesehen ist die Ecke aber nicht wahnsinnig ergiebig. Polizeiwache hier. Aha, also ein Regeltyp. Was haben wir da? Ist das Munition? So, was ist das? Yashik
Reprimasimni. Oder so. Keine Ahnung, was das ist. Wahrscheinlich Munition, aber wenn man es nicht lesen kann, ist schon schlecht. Ah ja. 27 Patronen für die Flinte, das ist doch schon mal. So, und nun? Am besten, ich stelle mich schon mal aufs Auto. Und dann trommel ich einfach die Zombies hier zusammen. So, Jungs, ich glaube, diese komische Knarre können wir wegschmeißen. Die nimmt nur Platz weg. Dafür jetzt noch ein Trommelmagazin zu finden, das wäre schon viel Glück. Genau, zu dir. Ach, das ist wieder einer von den Hartnäckigen. Der braucht ein bisschen mehr Zuwendung. Ja, aua, aua, das hättest du dir vorher überlegen müssen. Hier gab es doch auch irgendwo eine Wasserpumpe, oder täusche ich mich? Wie schön, da kommt schon Verstärkung. Noch so einer. Konvoi. Ich häufe hier haufenweise von den Kerlchen an. Ich muss nicht durch. Doch gleich mal gucken, wie es mit meinen Munitionsvorräten aussieht. Und die Knarre ist mittlerweile auch schon ein bisschen ausgelutscht. Nanu? Hast du keine Lust mehr? Tja, hallo? Wie sieht das so mit Patronen aus? 54. Oh, von über 150. Von 200 hatte ich, glaube ich, ne? Das hat hier nicht Zukunft. Wirklich, das ist. Das ist mau, ist das. Es lohnt sich hier so richtig, auf die ganzen Viecher zu ballern. Man findet viele tolle Sachen. Tja, da fällt mir jetzt auch nicht so richtig ein, was ich dazu sagen soll.
Hast mich gar nicht gesehen, Digga. Vergiss es. Noch einer. Ja, ich weiß nicht. Wir können ja erstmal die Munitionssorte verändern. Vielleicht hat das ja irgendein. War ich das überhaupt richtig? Hier mit den Schlitzen aufgeschossen? Rot, sagt er. Na gut. Das bringt doch alles nichts, die ganze Ballerei hier. Wenn ich hier die Straße runterrenne? Ne, da muss ich ein Stück weiter, ne? Dann müsste ich ja auch wieder in ein kleines militärisches Dingsbums kommen. Ja, okay, die Bande ist jedenfalls nicht so ganz flott. Hey! Wer ballert denn da auf mich und warum? Ist hier nicht PvE? Sollte ich mich vielleicht so ein bisschen von den Straßen fernhalten, weil wenn die mir jetzt nachläuft, was so manche Leute tun, und der ein vernünftiges Gewehr hat, dann knallt er mich natürlich einfach ab. Vorausgesetzt, er macht sich überhaupt die Mühe. Ich habe ja im Grunde nichts, was ihn interessieren könnte, das weiß er aber nicht. Am besten, ich laufe quer zum Bild hier die Wiese hoch, in der Hoffnung, dass er ein Problem hat, mich zu treffen. Oder zu sehen. Und verschwindibus im Wald. Naja, und nun laufe ich hier oben einfach weiter. Vielleicht komme ich an einem Krankenhaus vorbei, das da unten irgendwann mal war. Trotzdem schon drollig. Könnte ich ja mal auf die Karte gucken. Tja. Ich dachte, das wäre PvE. Also hier steht auch nichts in der Richtung. Na gut. Ah ja, jetzt weiß ich auch, wo ich bin. Das ist so dieses Dörflein, das sich die Straße entlang zieht, bevor dann irgendwann zu einem Krankenhaus kommt. Zombies und Geballer, das ist so eine blöde Kombination. Also die Zombies, das lohnt sich hier nicht. Das ist Meh, wie das neuerdings heißt. Baller eben, das könnte aus der Gegend vom Krankenhaus gekommen sein.
Wollt ihr hier noch was essen? Mir war so. Ich kann sagen, hier ist das der Becher eher halb voll, wa? Wenn ich mir unten diese Bude angucke. Ich entwickle gerade eine gesunde Paranoia. Polizeistation. Da war was. Da war ein Zombie. Aber auch ein Ballermann. Zombies. 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 Überall Zombies. Das ist schlecht. Da rennen sie jetzt nicht hin, die Zombies. Ah, vor der Tür steht einer, das ist schlecht. Ich sehe hier auch keinen meiner so beliebten Verschläge, wo ich so gerne draufhüpfen kann, um dann in Ruhe alle Zombies platt zu machen. Ist ja die Frage auch, warum? Ich meine, wozu? Wenn man sowieso nichts findet, was soll man sich mit den Zombies rumprügeln? Tja, und nun? Ich sehe auch kein geparktes Auto, wo man drauf springen könnte. Da hinten ist, glaube ich, ein Verschlag. Ja, das ist ein Verschlag, der verschlagen ist. Für verschlagene Leute wie mich. Hier wieder die Frage, wozu der ganze Ärger, wenn man ja doch nichts findet. Der Begriff nichts wird hier auf ein völlig neues Level gehoben. Aber wenn es hier nichts zu finden gibt, warum rennt man dann hier rum? Ich sehe da eine Pumpe, eine Wasserpumpe. Und ein Auto daneben, auf das man sich notfalls flüchten kann. Schlecht ist, ne? Jetzt fängt es doch an zu regnen. Bäh. Der Besuch von irgendwem ist hier scheinbar noch nicht so lange her. Deswegen sind überhaupt nicht alle Türen offen. Ich habe sogar noch dieselben Klamotten an, weil hier nichts zu finden ist. Muss ich das verstehen?
muss so einer sein, der alles sammelt, um dann in seiner Base alles zu haben. In tonnenweiser Ausführung. Na Gott, ich habe Wasser. Ich müsste vielleicht noch was zu futtern finden. Eine Dose voll müsste ich sogar, glaube ich, noch haben. Und dann komme ich erstmal ziemlich lange klar. Die Frage ist, wozu? Ich kann mit den Leuten ja schlecht auf Russisch sprechen. Glaubt ja nicht, dass ich mir die Mühe mache, hinterher die langen Laufszenen rauszuschneiden. Kommt ja gar nicht in Frage. Ihr könnt den schnellen Vorlauf benutzen. Ja, ich halte mich nicht ganz umsonst von irgendwelchen Straßenfern. Immer schön seitlich im Straßengang. Könnt ihr ein Auto vorbeifahren? Passiert gerade irgendwas. Ich würde mal sagen, ein außerplanmäßiger Reboot. Das wäre jetzt so meine erste Vermutung. Klack. So, wo sind wir gerade rein? Hier. It's time. Was sagt er mir? Er sagt mir gar nichts. Merkwürdig. Nun gut. Alt geworden wäre ich da sowieso nicht, dann betrachten wir das doch einfach als eine höhere Fügung, dass das Ende dieses Servers damit gekommen ist, zumindest was mich betrifft. Danke fürs Reingucken, sagt der Mann, der jetzt einfach auf Stopp klickt, um seine Kamera auszuschalten.